Ein Stück weit bist du ja auch der Dieter Bohlen da, der Tanzszene. Naja, oder siehst du dich anders? Ja, ich sehe mich schon ein bisschen anders. Ich sage immer, Dieter Bohlen ist für unterhalb der Gürtellinie, ich für oberhalb zuständig. Aber man muss ja auch sagen, Dieter ist ja auch im Musikbereich vom Fach. Absolut. Und so bin ich im Tanzbereich vom Fach. Und als Tanzprofi, der ja vom Fach ist, sieht man ja das, was die Paare auf der Fläche machen, mit anderen Augen, als wenn jetzt Harald Glöckler mal vor Jahren oder im Moment Jorge González da sitzt. Also somit kam diese kritische Position ja von alleine aus der Profession heraus. Ja. Das Schöne ist beim Tanzen, ich sag mal, wenn man das jetzt mal mit Fußball vergleicht, das ist ja so eine Mannschaft, da sind gute Spieler, egal welchen Club aus der ersten, zweiten Liga man nimmt. Aber heutzutage haben wir nicht mehr diese Persönlichkeiten. Und beim Tanzen gibt es halt noch Typen und Personality irgendwo. Das ist das, was das Tanzen ausmacht. Man kann mit seinem Körper seine Seele ausdrücken. Also am Ring war das Spannende, muss ich sagen, dieses Bauchgefühl, diese Intuition zu sagen aus den vorgegebenen Nachrichten, ob jetzt Wirtschaft, politisch, unternehmerisch, daraus eine Strategie zu erbilden, wie handelt man an dem Tag, wie agiert man. Das war jeden Tag aufs Neue. Ja, auch noch nicht so die Idee, ich mache jetzt Bankkaufmann. Ich hätte mir viele Dinge vorstellen können. In der Nachbetrachtung sage ich, es ist alles schön gewesen, wie es so gelaufen ist. Alles war alles richtig so. Ja, ich würde es jetzt genauso wieder machen. Ich habe ja eine deutsche Mutter, bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Also somit fühle ich mich ja im Grunde als Deutscher. Aber so immer so ein bisschen drin, also wenn Spanien gegen Deutschland spielt, dann bin ich immer ein bisschen mehr für Spanien. Und das solche wollte ich jetzt gefragt. Ja, wo schlägt denn da das Herz? Also am Ende schlägt das Herz dann doch noch ein bisschen mehr für Spanien. Vielleicht auch durch den Tod schon sehr lange her meines Vaters. Das war eine sehr gute Beziehung, die mir dann auch fehlte irgendwo. Das muss ich im Nachgang sagen. Ich hätte gerne meinen Vater etwas länger gehabt. Ich fühle mich auch zu dem Land in irgendeiner Weise verbunden. Und ich freue mich auch immer wieder, wenn ich mehrfach im Jahr dann in Spanien bin. Ich komme am Flughafen an und sage, hey, das ist so ein bisschen zu Hause hier. Was möchtest du deinen Kindern weitergeben? Was ist dir da wichtig? Welche Werte? Sie sollen Spaß am Leben haben, aber es müssen auch Werte da sein. Respekt ist heutzutage auch ein sehr wichtiges, gerade bei den jungen Leuten. Wenn ich da manchmal so durch die Städte gehe oder bei Veranstaltungen bin und wenn ich dann so junge Leute sehe, die von nichts auch nur Respekt haben, da muss ich sagen, nee, das ist wichtig, dass man den Kindern das auch vermittelt. Wo sonst als zu Hause kann es ehrlich zugehen? Ne? Also ich sag mal, wir kennen alle die Unterhaltungs- und Fernsehbranche. Da sind wir ja alle die Tollsten, die Größten, die Helden, die Weltmeister. Und dann kommt man mal nach Hause und dann kriegt man dann auch mal wieder rechts und links einen um die Ohren, so ungefähr. Ich bin so ein Sport-Junkie. Ich habe früher in der Schule bis auf Tischtennis in allen Schulmannschaften Sport betrieben, ob Basketball, Handball, Fußball, was auch immer. Es hat mir immer Spaß gemacht. Sport verbindet so viel Menschen und das ist egal. Und jeder Sport ist toll. Es gibt nicht nur Fußball. Und von der Seite gibt es so viele andere tolle Sportarten und vor allem auch tolle Menschen und Sportler dahinter. Und das muss man dann auch respektieren und akzeptieren und dann auch, finde ich, auch honorieren am Ende des Tages.